Herzlich willkommen, Freunde. Lange ist es her hier, dass wir uns bei Super Mario Maker gesehen haben. Gleich vorneweg möchte ich gleich was sagen oder jetzt was sagen. So, die Tatsache oder die Sache ist, ich habe die Liste aufgerufen, wo ihr eure Levels eingesendet habt und hab halt wollte eigentlich von hinten nach vorne wieder durchgehen, habe aber da leider eine Sache feststellen müssen, nämlich die Sache, dass viele oder einige, ein paar mehrere, sagen wir es mal lieber so, Levels, die ihr eingesendet hattet vor längerer Zeit, deren Codes, deren Nummern nicht funktionierten, beziehungsweise vielleicht auch die Levels gelöscht wurden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte ich anhand gewisser Codes halt keine Levels aufrufen, auch wenn ich die achtmal geprüft habe. Hab mich dann dazu entschlossen, dass ich kein Level mehr nehme, was älter ist als 2 Monate. Damit ich weiß, die sind aktuell und habe auch einen Schlussstrich jetzt gezogen. Hab mir belegt, ich werde mit diesen Levels, die ich jetzt noch habe, das sind 4 Stück normale und eine Welt, werde ich die Season einfach abschließen und dann ein neues Formular machen für die nächste Mario Maker Season. Werde dann schön von neu starten, dass ihr euch da dann einschreiben könnt, eure Levels einsenden könnt, wenn ihr da noch Interesse habt. Das wird aber, denke ich mal, ein kleines wenig anders aussehen. Also das aktuelle Dokument bitte jetzt nicht mehr benutzen, denn von jetzt an ist es geschlossen quasi und ich werde dann beim nächsten Mal ein neues machen. Alle, die es einsenden, werde ich nicht mehr aufnehmen, sondern erst, wenn das neue Dokument fertig ist. Ich werde es gucken, dass ich fertigstelle, dass ich das vielleicht in einer der nächsten Mario Maker Dinger dann noch irgendwie in den Link packe, irgendwo hinpacke oder ein extra Video mache, wenn das Dokument dann dafür eingerichtet ist. Nichtsdestotrotz, ihr seid hier zum Game betrachten, Game zugucken, Let's Play gucken. Also dann, wir haben hier Mario Brandt, das Ikone in Mario Maker schlechthin. Also er hat auf jeden Fall sehr viele Levels eingesendet und hat schon sehr viel Lob auch von mir kassiert, da er auch sich bei vielen Levels sehr viel Mühe gibt, diese dann auch gut umzusetzen. Kann halt sein, dass ich ein klein wenig eingerostet bin. Ich war ja sowieso von Mario Maker ja nicht so einer, der extrem das gezockt hat. Ich habe auch eine lange Pause jetzt gehabt. Das heißt aber nicht, dass mir gewisse Updates enthalten geblieben sind. Aber klar, dass da noch was dazwischen sein könnte. Denn ich habe, es ist auch Let's Plays bzw. Streams geguckt. Falls einer von euch denjenigen kennt, T-Rex zum Beispiel, den ich echt gerne gucke. Aber den kenne ich nicht durch Mario Maker, den kenne ich durch seine Speedruns. Hauptsächlich eigentlich durch Yoshi Island. Und deswegen bin ich da über gewisse Updates so ein bisschen schon in Kenntnis gesetzt. So, da hätte ich eine Münze zwar hinter einen Gegner. So. Mist, ich hätte gedacht, kann den so killen. Dum, dum. Nein! Ich habe den Sprung überschätzt. Ich habe meinen eigenen Sprung gerade überschätzt. Verdammt. Na gut. So. Warum ich auch immer das Leben da hole? So. So. Warum? Da oben brauche ich nichts zu holen. Zack, zack. Warte mal. Den Panzer kann ich eigentlich lassen. Der Cooper stört ja keinen. So, dann schnell mal die Münze holen. Dann holen wir uns den Cooper Shell. Dann lassen die 2 Koopas da drinnen mal überleben. So, zack. Die schauen wir um. Und so, dann haben wir das. Okay, dann da oben sehen wir Wölkchen. Wo auch immer uns die hinbringen wollen. Ich wollte eigentlich die Pflanze da hinten noch zumindest killen. Plopp. Watch up. Oh cool, ich hab den. Toll, ich hab den Kettenhund gekillt, aber. So. Jetzt will ich noch die Münze haben und da oben dann haben wir noch eine. Zack. Hoppa. So. Und. Heppa, wir haben einen Schlüssel. So. Okay, wir haben mehrere Röhren und eine Schlüsseltür. Gehen wir doch mal in die Schlüsseltür.
Okay. Ich bin trotzdem innerlich misstrauisch. Choose your item for boss fight. Die meisten würden, glaube ich, das Cape bevorzugen. Aber wenn es ein Bossfight ist. Oh. Da hättest du auch mal zumindest anmerken können, dass man die Koopas braucht. Na gut. Dann eben als großer Mario. Ein Pau. Warte. Ja, okay, es ist nur, es ist Dekoration, um zu zeigen, wo das die Röhren irgendwo hinführen. Ach so. Ich verstehe. Das heißt also, du sorgst nur dafür mit dem Checkpoint, dass man was hat. Okay, wenn man den Checkpoint jetzt benutzt, dann heißt die Schlüsseltür da zu, dann kann man da nicht mehr hin. Cool. Also, mein Item ist der Pau. Ich weiß nicht, ob das so von dir davor gesehen war, aber mein Item ist der Pau. Das ist ja cool. Yay. Mein Item war der Pau. Nice. Echt? Mit dem Pau zum Sieg gekommen. Das hätte ich jetzt echt nicht so vernommen. Okay. Der Weltrekord ist 35. Ja, okay, wenn man da so ein bisschen durchsaust, dann ist klar. Okay, wir beenden. Ich weiß nicht mehr, wie ich das damals... Ich weiß es nicht mehr auswendig, wie ich das damals mit der Wertung gemacht habe. Ich werde das einfach jetzt ein bisschen kurz halten. Ich schreibe jetzt einfach mal nur eine schicke Nice hin. Warte. So. Und gut ist. Ja, ich muss da... Ich bin da Ewigkeiten raus. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie ich das damals formuliert habe. Deswegen. Aber ich glaube, wir haben noch Zeit für ein zweites Level. Wir sind gerade mal in der 7. Minute hier. Da geht noch mehr. Ich hätte hier noch ein Level vom Brathering quasi auf meinem Screen. Schauen wir mal gerade. 046E, da wollte ich das E vor der 4 setzen. 5 mal die 0. Dann haben wir 22A. Und A9D3. A9D3. Wunderbar. Hoffen wir mal, dass das jetzt auf jeden Fall funktioniert. Oh, das sieht zumindest von dem Bild oben schon mal aufwendig aus. Ich bin mal gespannt. Der Weltrekord liegt bei 4 Minuten. Wow. Also 4 Minuten. Also wenn der wirklich durchgesaust ist, man weiß ja nicht, ob die durchsausen. Oder derjenige, der das gemacht hat, ob der durchsaust. Ich weiß nicht, kann man auf diesen Dingern spinjumpen? Oh fuck. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich jetzt gerade zu viel. Na, den gibst du mir mal bitte her. Dann hat sich das hier gerade erledigt. So. Okay, du verlangst von mir hier hoch zu klettern. Dum, 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 dum. Oh, beinahe zu weit runter. Das ist zeitaufwendig. Okay. Da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch. Dum, dum. Dann einfach runterspringen. Oh. Warte mal. Sei mir nicht böse, aber erstmal kill ich dich da hinten. Okay, das hat... Mist.
Und tschüss. Killt euch gegenseitig. Damit kommen wir wieder hoch. Wow. So. So, okay. Ich dachte schon, man kann hier vielleicht rein. So, erstmal weg mit dem. Also wir haben alle roten Münzen bis auf eine. Aber jetzt kann ich auch durch. Oh fuck. Geht das jetzt bis hier hin oder geht das noch weiter? Okay. Die Frage ist halt, wo ist die letzte rote Münze? Hä? Wo ist die letzte rote Münze? Haha. Ah. Das ist jetzt auch so meine Frage, die ich habe. Ich glaube, ich weiß es. Das ist fies versteckt. Das ist echt fies, mein Freund. Oh. Oh, fuck. Wow. So. Drum. So, jetzt muss ich erstmal. Ich muss mit dem Ding gehen. Das ist eine echt fiese Tür, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Tür ist echt fies. So. Plop. Auf jeden Fall sehr detailreich, muss man anmerken. Oder möchte ich anmerken. Oh, verdammt. Bin ich nicht drüber gekommen. Okay. Muss ich. Na gut. Ein misslungener Sprung. Nein. Okay, es ist kein intelligentes Power-Up. Also was sich nachrüstet. Oder sich rüstet allgemein. Dann. Ich merke schon, ich habe Mechaniken eingebüßt. Durch die ganze Auszeit. Wow. Ich muss echt wieder reinkommen. Aber. Hopp. So. Boah. So. Okay. Ich dachte schon, das wäre für länger gewesen. Okay, da kommt man scheinbar nicht hoch. Ah! Boah! Das ist fies. Okay, drei Türen. Ein Leben. Und ein Pau. Okay. Hey. Lauf doch, Mario! Lauf! Okay, Kopfstoßen ist definitiv keine gute Alternative. Einfach laufen ist das Beste. Okay, dann gehen wir links. Was haben wir hier? Ein Bob-Omb. Und ein Leben. Okay. Das hilft mir jetzt aber nicht viel weiter. Okay. Au. Naja, das konnte man jetzt einfach verkraften. Na komm, plopp. Aber für was brauche ich denn Pau? P-Switch eher gesagt. Bleib du mal da bitte. Und tschüss. Tschüss. Ah, okay, dafür brauche ich zumindest die Bob-Oms. Hm.
wahrscheinlich doch damit auch. Warte mal, ich kann die doch bestimmt damit auch finishen. Na toll, jetzt habe ich den. Warte mal. Nee. Okay, das bockt hier relativ wenig. Okay, aber mit dem P-Switch konnte ich jetzt bisher nichts anfangen. Ah, verdammt. Na, komm her. So, yay. Okay, ich wollte schon sagen. Na gut, das wäre geschafft. Und tschüss, Mario. Oh, er lebt noch. Oder nicht? Arme Sau. Erst in Scheiben geschnitten und danach... Ja, den Tod gefunden durch... Durch... Ja... Den Fall in die Tiefe. Obwohl, beim Zweiteilen, ich glaube, der Tod war da schon mit einprogrammiert. So. Das war auch... ja, es ist sehr detailreich, war aber auch in gewisser Maßen an der einen Stelle das mit dem Boot, das fand ich schon fies, weil es gleichzeitig auch diesen Sichteffekt hatte und dann ist man echt echt ein bisschen irritiert. Ist aber auf jeden Fall schon mal schön schwer gewesen, obwohl es als mäßig beschrieben wird. Ja, okay, jeder empfindet das ein bisschen anders. Vielleicht ist es auch, weil ich aus der Übung bin, habe ich das für schwerer, also kniffliger empfunden. Aber du verdienst auch auf jeden Fall nice von mir. Mit. Was haben wir für Zeichen, für Sonderzeichen denn so übrig? Ich kann kein richtiges Zuzwinkern machen, so. Nicht so, wie ich das gerade wollte, aber egal, das passt auch irgendwie. Auch wenn das mich ein bisschen irritiert, wenn ich das jetzt mal so angucke. Okay, damit würde ich sagen, hätten wir die beiden, das heißt noch zwei normale Level und eine Welt stehen uns bevor, bevor ich das neue Formular dann anfange und ich gleich sage, hier kommt Season-Wechsel, neu starten, weil so lange Pause, besser, wenn man dann... Das ist nochmal neu und das ordentlich anfängt, anstatt da dann die Hälfte davon anzugreifen und die Hälfte davon aufzugreifen. Macht man da einen Schlussstrich und fängt besser von vorne an. Finde ich zumindest, oder macht lieber einen Neustart. Also dann, Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal dabei seid. Dran denken, das alte Formular ist jetzt nicht mehr von Wert quasi. Erst das neue dann wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal.